Margit Link ist eine der bedeutendsten Keramikerinnen der Schweiz. Als erste Frau hierzulande eröffnete sie Mitte der 1930er Jahre eine eigene Töpferei und führte einen handwerklichen Betrieb in einem damals von Männern dominierten Feld. In ihrem Keramikleben befasste sich Margit Link parallel mit der Gebrauchskeramik und der zweckbefreiten Auseinandersetzung mit Ton. Damit schlug sie stets eine Brücke zwischen dem Kunsthandwerk und der freien Kunst. Besonders beeindruckend ist Margit Links konstante und unermüdliche Suche nach neuen Formen und Möglichkeiten des Ausdrucks. Sie war stets an unkonventionellen Lösungen interessiert und setzte sich mit ihrer Experimentierfreudigkeit und ihrem unbändigen Gestaltungswillen keine Grenzen. Sie lotete die Möglichkeiten im Umgang mit dem Material Ton völlig aus. Mit ihrem enormen Formgefühl schuf sie ein facettenreiches Werk, das sie zu einer Pionierin der Keramik machte. Ihr Erbe wird mit Link-Keramik in die Zukunft getragen. In aufwendiger Handarbeit produziert ein Team herausragender Keramikerinnen bis heute Margit Links Ikonen des Alltags. Wir präsentieren rund 200 Objekte aus 5 Jahrzehnten und bringen zum ersten Mal die beiden Welten, die angewandte und freie Kunst, in einer Ausstellung zusammen. Fotografien, Zeichnungen und Filmmaterial geben vertiefte Einblicke in das Schaffen Margit Links. In der Ausstellung gibt es einen Werkstatttisch. Das Publikum kann zeichnen, eine Form erschaffen und diese ausstellen. Machen Sie sich zusammen mit Margit Link auf die Suche nach immer neuen Formen.